Mein Name ist Patrick Schmid, ich bin Mathis-Prof am Lycée-Josy Berthel zu Mama. Mein Name ist Christnach Claude, ich bin der Direktor vom Lycée-Josy Berthel zu Mama und ich war lange Zeit Koordinator von den Comenius-Projekten. Also wir haben nur darüber als Schule, dass wir bei diesem Projekt mitmachen, für die Schüler die Möglichkeit zu geben, sich dort zu melden und die Erfahrung einfach zu sammeln. Für lange Zeit zu geben, für einen Spruch zu lernen, für neue Leute kennenzulernen. Und das sind einfach Sachen, die über den Apprentissage an der Schule, über das schulisch, streng schulisch rausgehen, einfach all die Sachen rundherum, die man sich selber muss organisieren und sich da durchschauen und dann auch so ein Stück am Leben weiterkommen. Ich stelle ihn auch fest, dass ihn mit verschiedenen Problemen nicht länger ist und dass ihn, wenn er mit Jugendlichen schafft, dass dort auch in anderen Ländern reelle Probleme da sind. Da finden wir eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten, aber auch Lösungsansätze, die ihn da kann bei sich an der Schule mal teilweise überholen. Also ich denke schon, dass ihn noch als Prof da ganz viel auch beilehrt. Das heißt, dass man so nicht dass eine Formation kontinuierlich für die Prof. Ich meine, können die da bei einem anderen Platz lernen, den anderen Leuten kennen, lernen, den anderen Schulsystemen kennen. Und das auch nicht nur ein Anfang für die Schüler, eine flotte Erfahrung, wie auch für die Prof, die da machen. Eine Sache, die du da werdest erzählen, das sind auch aus der Wüste der Schüler, was ich immer faszinierend fand, dass noch bei denen Langzeitprojekten, die Comenius Mobilität individuell, wo die Schüler 3 Monate fortgehen. Wenn ich da gesagt habe, dass sie mit knapp 30 Stunden Spanischkur da hingehen und just morgen an ihren Umkehren so sollen. Und da können sie rum und sie können quasi vielleicht einen Spruch. Ich bin Jessica de Lima, ich war für 11 Jahre in Spanien. Ich bin Monique Hartmann und ich bin in der 3. Jahr in der 3. Jahr im General gekommen. Ich bin Kevin de Lima, ich bin 3. Jahr. Ich bin Big Alessandro, ich bin auf der 3. Jahr am Amalise. Wenn du hingehst, dann weiß ich, ja, ich bin 3 Monate, dann komme ich zurück, sind schon mit all meinen Kollegen und meiner Familie. Und wenn ich zurück in Lützburg komme, dann weiß ich nicht, ob ich all die Leute, die ich kennengelernt habe, daran Wert gesehen habe. Dafür ist es für mich schwer, fand ich. Das war auch für mich etwas vollkommen Neues. Aber ich hatte die Chance, mich schnell integriert. Die Leute haben mich schnell abgeholt, gut abgeholt. Und die 3 Monate sind bald zu schnell rumgegangen. Als ich dann in Spanien war, am Anfang, mit der Sprache war ein bisschen kompliziert. Und ich meine, wenn ich da bin, dann muss ich einfach mal das, was ich kann. Das heißt, ein bisschen auf Französisch oder mit den Händen schwätzen. Ich bin viel mehr selbstbewusst. Ich bin viel mehr selbstständig. Auch. Dass ich selber eins gehe und dass ich nur, wenn ich auf die Uni gehe, nicht so viele Schwierigkeiten habe, ich nur Wert tun, wenn ich dann allein wohnen gehe oder mich da auch in einem anderen Land will integrieren. Ich lerne viel über Kulturen, über Zusammenleben, du hast mit Lehrern, aber auch ein Teil über sich selber. Aber weil das einfach Erfahrung, ich meine, die kriege ich selten aus dem Leben. Und das auch, was vielleicht ein bisschen schwer am Anfang ist. Und nur sehe ich den Schmerz, das war da vollkommen wert. Und ich gebe direkt nach einem Kind.